So, ich darf jetzt alle Teilnehmer wieder herzlich begrüßen zum jetzt deutschen Teil, was umgekehrt bedeutet, dass international interessierte englischsprachige Teilnehmer jetzt wohl in den Zoom-Link mit den Untertiteln wechseln. Und ich habe auch, also wir sind ja in Lüneburg ein moderner und auch ein bisschen cooler Platz und dementsprechend sind wir auch beim Programm flexibel. Hans, du hattest schon deinen Titel etwas angepasst und ich habe auch eine Freiheit genommen. Erstens mal habe ich hier meine Doktorandin und Co-Referentin Hanna Sandmann zu eben dieser befördert. Wir haben also im Vorfeld gesehen, dass die Themen und das, was wir sagen, sich so überschneiden, dass wir das idealerweise verschmelzen und nicht künstlich auftrennen. Dementsprechend werde ich mit ein paar Beobachtungen zum Lieferkettengesetz beginnen. Dann wird Frau Sandmann übernehmen zu ihrem Promotionsthema auch, der zivilrechtlichen Haftung, die für uns noch im Moment sehr interessant ist. Das mag sich ja, wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt durch die CSDDD. Und dann werde ich wieder ein paar abschließende Überlegungen anstellen und einen Ausblick. Das ist also das, wie wir vorgehen werden. Der zweite Teil ESG, das habe ich mir erlaubt, insofern zu kürzen, als ich da auf die CSDDD blicken wollte, die aber einfach noch in der Schwebe hängt. Und so haben wir erstens mal ja schon von Dario Latella einiges gehört dazu. Und zweitens mal müssen wir einfach warten, bis das rauskommt. Und da gibt es dann mehr dazu am 31. Mai bei Hans de Wolf in Gent, bei der ECCL. Aber das habe ich dann doch erstmal sozusagen weggelassen. Ein paar Querblicke haben wir eingebaut, aber dass man das also zu groß ausbaut, habe ich nicht mehr für nötig erachtet. In diesem Sinne, hier bin ich, hier haben Sie Frau Sandmann, das ist Ihr integrierter Vortragsteil und dann dürfen Sie jetzt Platz nehmen und ich fange an mit der Agenda. Das ist also die erstmal eine kurze Einleitung, dann zentrale Auslegungsfragen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, wie es in voller Schönheit lautet. Ich versuche wegen der Untertitel etwas langsamer zu sprechen, als man das von mir normalerweise gewohnt ist. Wir haben dann den Teil, den Frau Sandmann betreut, das Lieferkettengesetz und die zivilrechtliche Haftung und wir haben dann noch mal ein paar grundsätzliche Überlegungen zu den Grundprinzipien der Due Diligence des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes und eine abschließende Würdigung. Kommen wir zur Einleitung, die ist eigentlich relativ schnell erklärt. Das ist auch das Thema meiner dogmatischen Auslegung, also ich bin kein Politiker, ich muss auch nicht die CSDDD abfassen und ich bin aber auch kein Rechtsökonom oder Philosoph, der jetzt diese ganzen Dinge im großen Rahmen betrachten muss. Ich habe eben mit Frau Kollegin Gläser von der Viadrina-Universität Europa-Universität Viadrina, so heißt das, in Frankfurt oder in der Pause gesprochen, die meinte, wir müssen all diese Fragen mal im großen Rahmen sehen. Da stimme ich zu. Das hat ja auch die Debatte gezeigt über die Kraft des Deliktsrechts. Dennoch müssen wir als erstes immer mal die Dogmatik beachten, denn das ist, was Juristen nun mal machen und haben und die muss stimmen. Ansonsten hat man 100 Jahre Streit und Ärger und füllt die Bibliotheken ohne Sinn und das kann auch niemand wollen. So,
Und eine Leitlinie, die mir dann gleich wichtig ist, weil ich das in der Beobachtung habe, seit ich den Kommentar zusammen mit Ingo Treusinger und Mansur Pourrafsanchani, die beide hier auch heute anwesend sind und noch sprechen werden, seit ich den Kommentar zum Lieferkettengesetz verfasst habe, sieht man doch, dass es Auslegungsprobleme gibt. Und wenn man in die Materialien des Gesetzes schaut, dann weiß man, und wenn man sich auch erinnert, dann weiß man, das war ein Kompromissgesetz zwischen Geboten oder Petita der Gesinnungsethik und zwischen Verantwortungsethik und Praktikabilitätserwägungen. Da wurden Kompromisse gezogen und für mich als Dogmatiker ist es nicht richtig, wenn diese Kompromisslinien nachträglich einseitig verschoben werden und schon gar nicht durch ein Ediktenrecht der Verwaltung in Borna. Die Zeiten des Ediktenrechts und der Ediktenkommentare sind ja vorbei. Ich werde aber in meinem Ausblick zeigen, dass mit der wohl aufziehenden zivilrechtlichen Haftung diese Problematik sich auch erledigt. Und daher müssen wir hier keinen größeren Punkt mehr machen. Die Grundidee des Lieferkettengesetzes war, große Unternehmen sollen ihre Wirtschaftsmacht einsetzen, um die Menschenrechtslage zu verbessern. Dahinter steckte die Erkenntnis eines Enforcement-Versagens bezüglich der Menschenrechte im globalen Süden, wo es ja ach so schlimm zugeht. Wir haben in der Pause eben gesprochen, ja, Enforcement-Versagen oder Politikversagen in Bezug auf Klimawandel, da brauchen wir nicht hochnäsig in den globalen Süden schauen. Dementsprechend sind dieselben Gedankenstränge über rechtliche Bindungen, die Unternehmen zum richtigen Verhalten zu zwingen, jetzt auch bei uns angekommen. Ganz interessant, aber die Grundidee damals wurde mit dem Blick auf die Rechtsordnungen des globalen Südens entwickelt. Und die Grundidee, da unterschreibt auch jeder, das Problem ist eben nur, wenn man aus so einem hehren Softlaw-Prinzip auf einmal Hardlaw macht, muss man belastbare Rechtsregeln schaffen und da gibt es also große Probleme bei der Bestimmtheit und auch, was wir beim Kommentieren gemerkt haben, die Verwendung von betriebswirtschaftlicher Terminologie, angefangen beim Begriff der Lieferkette, ist nur bedingt geeignet, uns Juristen klare Handlungsanweisungen zu geben. Dann der Blick auf die europäische Entwicklung, nach wie vor unklar, wo das hingeht. Man kann nicht sicher sagen, ob die Richtlinie kommt, das ist in Brüssel nie ganz sicher, aber wenn sie denn kommt, kann man relativ sicher sein, dass wir eine zivilrechtliche Haftung bekommen, weil ja alle drei Institutionen des Trilogs diese, wenn auch zum Teil in etwas eingeschränkter Form, aber im Grundsatz akzeptiert haben. Was wohl nicht kommen wird, ist der Artikel 25, weil es da große Bedenken aus verfassungsrechtlicher Sicht gibt. Das ist doch ein tiefer Eingriff in die Corporate Governance Struktur der nationalen Gesellschaftsrechte. Wie gesagt, ganz verstehe ich das nicht. Wir haben heute Morgen gesehen, dass man sowieso schon über Reporting Requirements ständig zeigen muss, was man für die Nachhaltigkeit und die Menschenrechte und alle diese Dinge tut. Und wenn man das sowieso zeigen muss, dann muss man es ja auch machen. Das hat auch das Landgericht Braunschweig ja zu Recht erkannt. Und insofern haben wir doch diese Pflicht schon auf die Unternehmen aufgetragen und für die Manager zu beachten. Ich verstehe also den Tanz darum nicht, aber das bin ja auch nur ich und ich entscheide das nicht. So, was wir aber hier tun können und wofür ich dann kompetent zeichne, ist die Auslegungsprobleme des Lieferkettengesetzes ein wenig zu beleuchten, um ein Gefühl für die Schwierigkeiten zu geben, die auch die CSDDD treffen werden und zum Teil schon treffen. Die Debatten sind also im Full Swing. Das geht also an.
Wie gesagt, Generalthema, Übergang Hardlaw, von Softlaw zu Hardlaw, von einem allgemeinen Prinzip, die Unternehmen mögen sich für Menschenrechte einsetzen, zu konkreten Rechtspflichten. Und da geht schon los. Wer ist denn das Unternehmen? Wen adressiert man denn da? Da können wir den ersten Streit machen. Nach dem Wortlaut der Definition der Lieferkette geht es um Produkte des Unternehmens. Da würde ich sagen, das ist die Gesellschaft, die im Konzern die Dinge herstellt. Denn das sind ja ihre Produkte. Sie ist jeweils die oberste davon natürlich, die oberste Produktionsgesellschaft lieferkettenpflichtig. Wir haben VW hier sitzen, da ist das überhaupt kein Problem. Da ist die oberste Gesellschaft zugleich Produktionsgesellschaft. Aber es gibt eben auch viele große Unternehmen, da ist die oberste Gesellschaft eine reine Dachholding, die dann börsennotiert ist und die nur Anteile der Produktionsgesellschaften hält und verwaltet. Nach dem Wortlaut produziert die nichts. Und dann geht das Lieferkettengesetz ins Leere. Da meinen andere hingegen, man müsste immer die Konzernspitze adressieren. Das funktioniert aber nur, wenn man der Konzernspitze dann auch die Produkte der Töchter zurechnen kann. Und das werde ich nachher sagen, gibt der Wortlaut des Lieferkettengesetzes und die Rechtsfolgen in meinen Augen nicht her. Ja. Die nächste daran anschließende Möglichkeit, die wir diskutiert haben, kann man diese Pflichten delegieren? Eine Meinung sagt ganz klar nein. Der, den ich subsumiere als lieferkettenpflichtig, der ist selbst pflichtig, das zu tun. Das ist das einzelne Unternehmen, auch wenn es Teil einer größeren Unternehmensgruppe ist. Das ist für die Praxis dann natürlich misslich, wenn man davon ausgeht, dass das zentrale Lieferkettenmanagement möglicherweise besser bei der Konzernspitze angesiedelt wäre, würde man sich Delegationsmöglichkeiten wünschen. Wir fahren da eine Kompromisslinie. Auch wir erkennen, dass man aus dem Gesetz nicht hinaus kann. Aber zumindest wenn eine Konzerngesellschaft selbstpflichtig ist, also innerhalb der gesetzlich angesprochenen Konzerngesellschaften, würde man doch delegieren können. Andere lassen das weitergehen zu, weil sie sagen, das ist praktisch Deliktsrecht, sind deliktische Verkehrspflichten und die kann man eigentlich immer delegieren. So, Reichweite der Lieferkette, ein großer Streit, ist der Warenhandel erfasst? Ich bitte und flehe die Regulatoren darum, das klarzustellen, vor allem auch, wenn man das in ein europäisches Instrument schreibt, damit wir nicht 27 verschiedene Meinungen kriegen, die dann wiederum den Wettbewerb verzerren können. Warum ich selbst es bezweifle in der jetzigen Fassung, sehen Sie hier, wie auch die Richtlinie das definiert, Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Produktion von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen. Das ist halt für jemand, der Worte noch ernst nimmt, nicht der Verkauf von Waren. So einfach ist das und das ist in der Kommentarliteratur nicht die Mindermeinung, aber natürlich auch nicht die Meinung des BAFA. Die Reichweite upstream, da wird gestritten um die Grenze der Erforderlichkeit. Da sagen Leute, eine Zulieferleistung ist immer erforderlich, wenn sie kausal verwendet wurde. Ja, dann ist aber die Erforderlichkeit keine Grenze mehr. Warum hat man es dann reingeschrieben? Andere versuchen das einzugrenzen, was aber auch schwierig ist. Wie kann ich denn sagen, dass etwas, was ich verwendet habe, nicht erforderlich war? Ich finde, man sollte auf einen unmittelbaren Produktbezug abstellen, bin damit auch nicht allein, aber das ist nicht der Wortlaut, das ist nur eine der Schwierigkeiten. Worum man dann streitet, das sehen Sie hier, ist die Kantine, die Reinigung, das Büromaterial, alle die Dinge, die man nicht konkret einem Produkt zuordnet, ist man dafür auch lieferkettenpflichtig, sind das auch Zulieferer, Energiebezug, habe ich in der NZG diskutiert, russisches Gas, nicht? Darf man das noch beziehen? Oder auch allgemeine Finanzierung. Ist eigentlich Ihre Hausbank automatisch Teil Ihrer Lieferkette der Produkte, die Sie herstellen? Also nicht Sie Teil der Lieferkette der Hausbank. Da sind wir uns weitgehend einig, dass das beim Kunden endet. Aber umgekehrt müssen Sie Ihre Bank möglicherweise überprüfen, was die mit den Menschenrechten macht. So, und wenn Sie die Beispiele sehen, sehen Sie, eine enge Auslegung macht schon Sinn, auch übrigens bei Tätigkeit im eigenen
Geschäftsbereich unmittelbarer Produktbezug. Dann Endkunde. Hier haben wir wieder das Thema eine betriebswirtschaftliche Definition, die sich mit den juristischen Gepflogenheiten beißt. Da wird es einfach wabbelig, aber irgendwie kriegt man das dann hin über Kommentare und auch über die FAQs der BAFA ist ungefähr die Linie. Dienstleistungen ist es eigentlich der Empfänger, es sei denn, wir haben durchgedachte Dienstleistungen, zum Beispiel, dass die im Konzern weitergeleitet werden oder dass eine Bank ein Projekt finanziert oder dass Subunternehmer an einem Großprojekt arbeiten, da kann man dann wohl auf das Endprodukt schauen und ähnlich muss man das auch machen. Also ist jetzt der LKW das Endprodukt oder der Motor oder die Reifen oder ist das auch relativ zu bestimmen? Der Reifenhersteller hat Reifen als Endprodukte und der LKW-Hersteller hat eben LKW als Endprodukte. Wichtig ist da nur zu erkennen, dass dann, wenn der LKW gekauft wird von der Spedition, dass dann wieder eine andere Lieferkette ist, dass dann wieder, da geht es dann um Dienstleistungen, dass man das nicht alles in einen Topf wirft, damit das einzelne Unternehmen nicht zu weit greifen muss. Beklagt wird, dass man keine Zurechnung downstream hat auf der Seite Vertriebspartner und Endkunden. Das wird die Richtlinie auch ändern, aber so ganz wichtig halte ich es eigentlich nicht, weil man nämlich im Verhalten abwärts immer die Kausalität hat. Das heißt, ich kann beim Verhalten abwärts, beim Absatz meiner Produkte immer sehen, ob ich selbst irgendwelche Fehler gemacht habe, ob ich selbst irgendwelche besonderen Risiken verursacht habe. Und für eigenes Verhalten haftet man ja in der Lieferkette. Man braucht die Zurechnung eigentlich nur vorher, weil wenn ich etwas kaufe, habe ich natürlich die Menschenrechtsverletzungen des Zulieferers nicht kausal verursacht. Deshalb hat man da, braucht man da eine Zurechnung. Abwärts braucht man die nicht. Ich weise nur hin, zum Beispiel der naheliegende Fehlgebrauch der Produkthaftung. Da kann man selbst für sorgfaltswidrigen Umgang mit einem ordentlich hergestellten Produkt noch irgendwie in die Haftung geraten. Deshalb steht ja immer überall, bitte in der Waschmaschine nicht die Katze reinigen oder so, damit man diese Dinge ausschließt. Also für eigenes Verhalten downstream ist eigentlich in meinen Augen gesorgt. Zurechnung im Konzern. Wir müssen vielleicht doch auch ein bisschen beschleunigen. Das sind noch viele Slides. Das haben wir eingeführt. Das muss sich Europa auch genau überlegen, wie man das macht. Da gibt es eine Zurechnungsnorm, die führt dazu, dass man die Konzerntochtergesellschaften, die zugerechnet werden, wie den eigenen Geschäftsbereich zu verantworten hat mit Bezug auf menschenrechtliche Risiken. Das ist richtig. Was aber das Gesetz nicht sagt und von der Rechtsfolge nicht hergibt, ist, dass zugleich sämtliche Produkte der Tochtergesellschaft Produkte des Mutterunternehmens sind. Also um sich das vor Augen zu führen, Volkswagen stellt dann nicht nur Volkswagen her, sondern auch Seat in Spanien und Skoda in Tschechien und Bugatti. Ist das richtig? BAFA meint ja, ich meine allerdings nein. Und ebenso wenig würde ich sagen, dass nur aufgrund der Zurechnung jeder Zulieferer eines Tochterunternehmens, gegebenenfalls weit weg, eine Enkel oder Urenkelin im globalen Süden, unmittelbarer Zulieferer der Konzernmutter wird. Denn auch da ist die Voraussetzung Vertragspartner des Unternehmens und Produkt des Unternehmens und nicht Produkt des Geschäftsbereichs und Vertragspartner des Geschäftsbereichs. Und ich habe dafür auch dringende Gründe, denn würde man hier sich nicht an den Wortlaut halten, würde der Geltungsbereich erheblich ausgeweitet um Tausende und Abertausende neue unmittelbare Zulieferer und damit würde die und um viele tausende Produkte, die mit dem deutschen Markt oder dem europäischen auch gar nichts zu tun haben. Und da kann man sagen, Gesinnungsethik, ja, das ist richtig, das wollen wir. Wir wollen es ja schön und gut für die Menschenrechte. Aber ich erinnere daran, das war eine Kompromisslinie.
die wir gefahren haben, und die würde dadurch einseitig verschoben. Deshalb sehe ich das nicht. Wenn man das aber anders sieht, und das BAFA sieht das ja anders, dann hilft vielleicht ein Entherrschungsvertrag. Auch das wird bestritten in der Kommentarliteratur. Das halte ich aber für wenig aussichtsreich, diese Möglichkeit zu bestreiten. Denn ein Entherrschungsvertrag schließt nach deutschem Aktienrecht sogar aus die Möglichkeit der Beherrschung. Und das Lieferkettengesetz verlangt sogar die tatsächliche Ausübung des Einflusses. Also wird ein Entherrschungsvertrag erst recht diese Möglichkeit, diese tatsächliche Ausübung unterbinden können. Anders ist das logisch gar nicht verständlich. So, dann haben wir noch die mittelbaren Zulieferer. Das ist eine Trennlinie, die das Gesetz auch ganz klar eingezogen hat bei mittelbaren Zulieferern. Sind geringere Pflichten und werden auch nur anlassbezogen ausgelöst. Und die Kommentierung von Ingo Teusinger im Schall Teusinger Purafsinchani macht das auch sehr deutlich an einigen dieser Schnittstellen oder Unklarheiten, dass man das immer vor Auge haben muss, dass das die Linie war. In der CSDDD soll sich diese Linie auflösen, gut, dann ist das eben so, dann muss man das anpassen, aber einstweilen ist es wie hier dargestellt, die Abstufung gilt, die Verletzung muss eingetreten sein, nicht drohen, vielleicht, wenn sie unmittelbar droht, steht das gleich. Möglichkeit bezieht sich allein auf die Plausibilität der tatsächlichen Anhaltspunkte, von denen Unternehmen Kenntnis erhält, und es ist tatsächlich Kenntnis erforderlich. Und dann ganz wichtig, denn das ist auch umstritten und wird auf der europäischen Ebene teils anders gesehen. Wir verlangen keinen Abbruch der Geschäftsbeziehung nach dem Lieferkettengesetz, wenn man das menschenrechtliche Risiko oder das umweltrechtliche nicht abstellen kann. Anders als im eigenen Bereich, und das wird nachher bei der Dogmatik, wenn ich wiederkommen darf, noch ein wichtiger Punkt. Anders als im eigenen Bereich ist das tatsächlich wirklich nur eine Bemühenspflicht und verlangt also nicht den Rückzug aus den Märkten. Und das muss jeder wissen, ob er das wirklich bei mittelbaren Zulieferern haben möchte, vor dem Hintergrund, dass sich immer ein anderer Abnehmer findet. Aber das ist eine ethische Grundsatzfrage. Ich kann nur sagen, im Lieferkettengesetz haben wir das so entschieden und das ist die herrschende Meinung. So, damit bin ich erstmal durch, muss mich jetzt erholen und darf an Frau Sandmann übergeben für die Haftung. Ja, vielen Dank, Herr Schall. Ich möchte kurz etwas zu dem Thema zivilrechtliche Haftung für Menschenrechtsverletzungen sagen und ob es gegebenenfalls Implikationen des Lieferkettengesetzes zu diesen gibt. Kurz zur Haftungssituation, wie sie eigentlich ohne Betrachtung des Lieferkettengesetzes ist. Seit ungefähr 1980 gilt in Deutschland der Grundsatz einer Eigenverantwortlichkeit des Rechtsträgers für seinen eigenen Organisationsbereich. Das hat der BGH so in seinem Urteil zur Vertriebsgesellschaft entschieden. Diese Entscheidung ist allerdings durch den wirtschaftlichen Wandel und durch die Geschehnisse auf der Welt ein bisschen ins Wanken geraten, unter anderem durch die UN-Leitprinzipien, die 2011 beschlossen worden sind, oder auch Menschenrechtsklagen wie den Kickfall, der vorhin ja schon mal erwähnt wurde, aber auch Okpabi versus Shell, sodass mittlerweile davon ausgegangen wird, dass überall dort, wo es eine zentrale Leitungsmacht im Konzern gibt, auch ein Haftungsrisiko besteht. Die Frage, die jetzt eben offen ist und die ich auch als Gegenstand meiner Promotion untersuche, wie ist das Haftungsrisiko für Zulieferer und welche Implikationen hat das Lieferkettengesetz darauf eigentlich oder dafür? Bereits im Vorfeld, als bekannt wurde, dass ein Lieferkettengesetz beschlossen werden sollte, gab es zwei Stränge in der literarischen Diskussion, in welche Richtung sich eine deliktsrechtliche Haftung bewegen kann. Das war zum einen der Paragraph 823 Absatz 2 und zum anderen der Paragraph 823 Absatz 1. Und um auf diese Diskussion zu reagieren, weil in den ersten Entwürfen des Lieferkettengesetzes keine deutliche Aussage zur zivilrechtlichen Haftung vorgesehen war, wurde durch die Bundesregierung der Paragraph 3 Absatz 3 eingeführt, der klargemacht hat,
dass das Lieferkettengesetz eben keine Schutzgesetzwirkung entfaltet. Und somit ist in der Literatur oder auch in der allgemeinen Diskussion noch die Frage offen, ob man eine Haftung aus dem Paragraphen 823 Absatz 1 oder dem 831 herleiten kann und ob es hierauf eben ja, Implikationen des Lieferkettengesetzes gibt. Die entscheidende Frage, wenn man sich die Anspruchsgrundlage Paragraph 823 Absatz 1 anguckt, ist eigentlich, ob sich die Verkehrssicherungspflichten auf die Sorgfaltspflichten des Lieferkettengesetzes ausweiten lassen und das Ganze entlang der Lieferkette. Die Definition vom BGH aus der ständigen Rechtsprechung habe ich hier nochmal einmal aufgenommen. Was sind eigentlich Verkehrssicherungspflichten? Man sagt eigentlich, dass derjenige, der eine Gefahrenlage gleich welcher Art schafft oder andauern lässt, grundsätzlich verpflichtet ist, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern. Die rechtlich gebotene Verkehrssicherung umfasst diejenigen Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um andere vor Schaden zu bewahren. Genau. Jetzt möchte ich einmal kurz, also es gibt in der Literatur verschiedene Diskussionen, es gibt ein Lager, was sozusagen für die Ausweitung dieser Verkehrssicherungspflichten auf die Sorgfaltspflichten des Lieferkettengesetzes ist und es gibt ein Lager, was dagegen spricht und diesen Diskussionsstand möchte ich kurz vorstellen. Für die Ausweitung der Verkehrssicherungspflichten, da ist das erste Argument, was die Befürworter vorbringen, eigentlich, dass es angeblich nur einen Ausschluss des Paragraphen 823 Absatz 2 BGB in den Gesetzesmaterialien gibt. Die Gesetzesmaterialien sagen nämlich, dass es keine zusätzlichen zivilrechtlichen Haftungsrisiken geben sollen. Sie sagen aber auch, dass das insbesondere im Hinblick auf Paragraphen 823 Absatz 2 BGB der Fall ist. Dann wird häufig auf bereits bestehende Fälle des Bundesgerichtshofes referenziert, also zum einen der Fall eines Reiseveranstalters, wo tatsächlich einem Reiseveranstalter Verkehrssicherungspflichten im Hinblick auf Dritte zugesprochen wurden, oder auch der Internetauktionsfall. Als drittes Argument wird häufig genannt, dass die Vorschriften des Lieferkettengesetzes auch gleichbedeutend mit öffentlich-rechtlichen Verhaltensvorschriften sein können, also beispielsweise technische Standards, die ja auch in der Vergangenheit schon zur Weiterbildung oder Ausweitung von Verkehrssicherungspflichten im Richterrecht geführt haben. Als vorletzten Punkt möchte ich gerne anführen, dass weiter genannt wird die begründete Verkehrserwartung und der entsprechende Vertrauenstatbestand, also dass durch den Beschluss des Lieferkettengesetzes eigentlich die Bürger und Mitmenschen sich darauf verlassen können, dass sozusagen jeder in seinem eigenen Bereich, aber auch in dem Bereich von anderen dafür Sorge trägt, dass eben Menschenrechte geachtet und bewahrt werden und gerade nicht verletzt werden. Und der letzte Punkt, der vorgebracht wird, ist der Fall, wenn beispielsweise Zulieferer faktisch einfach beherrscht wären durch die Endabnehmer, also durch die Gesellschaften in Deutschland. Genau. Dann komme ich zu den Punkten, die gegen eine Ausweitung der Verkehrssicherungspflichten in der Literatur sprechen. Zum einen möchte ich da den Wortlaut des Gesetzes anführen, also Paragraph 3 Absatz 3 Lieferkettengesetz sagt ja ganz klar, eine Verletzung der Pflichten aus diesem Gesetz begründet keine zivilrechtliche Haftung. Eine unabhängig von diesem Gesetz begründete Haftung bleibt allerdings unberührt. Ein zweiter wichtiger Punkt, ich hatte ja vorhin die Definition von den Verkehrssicherungspflichten gezeigt. Der Unterschied zu den Pflichten aus dem Lieferkettengesetz ist eigentlich, dass diese teils unabhängig von der Schaffung einer Beherrschung oder Beherrschung einer Gefahrenquelle sind. Und gerade das ist eigentlich ja, der Grundsatz, woran man Verkehrssicherungspflichten festmachen und entwickeln kann. Als dritten Punkt kann man dann das Argument, was ich vorhin ja schon gebracht hatte, auch sozusagen gegen die Ausweitung einer Verkehrssicherungspflicht sehen, nämlich der Widerspruch zum Vertrauensgrundsatz. Es kann eigentlich nicht der Fall sein, dass beispielsweise im globalen Süden Menschen von einem Gesetz in Deutschland wissen, was Menschenrechte schützen soll und sich gerade auf dieses verlassen und darauf vertrauen, dass eben Rechtsträger nicht nur in ihrem eigenen Organisationsbereich, sondern auch im Organisationsbereich von Dritten dafür Sorge tragen, dass Menschenrechte eingehalten werden. Weiterhin wird das Lieferkettengesetz ja nicht durch die zivilrechtliche Haftung, also Zivilgerichte, kontrolliert, sondern durch öffentliche Behörden, also unter anderem sich um Bußgelder, Sanktionen
und auch den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, von der Vergabe beschäftigt. Dann, das hatte Herr Schall gerade auch schon angesprochen, hält es sich bei den Sorgfaltspflichten des Lieferkettengesetzes überwiegend um eine Bemühenspflicht und letztendlich einfach die Diskrepanz zwischen den moralischen Verpflichtungen und den tatsächlichen rechtlichen Pflichten, wenn man von einer Ausweitung ausgehen sollte. Genau, ja, so viel zum aktuellen Diskussionsstand für den Paragraph 8, 23 Absatz 1. Dann möchte ich noch kurz auf die zweite Möglichkeit eingehen, die in der Literatur diskutiert wird, nämlich die Haftung nach Paragraph 8, 31 BGB. Vom Diskussionsstand her ist eigentlich die Frage, die viel Teil der Debatten ist, schreibt man Tochtergesellschaften eine Verrichtungsgehilfeneigenschaft zu oder nicht? Die Literatur lehnt hier pauschal dieser Eigenschaftenzurechnung ab. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Zulieferer. Die Rechtsprechung hingegen differenziert eigentlich nach dem Einzelfall. Entscheidend ist wahrscheinlich an dieser Stelle, also zum einen ist die Tochtergesellschaft weisungsgebunden und abhängig. Hier könnte das deutsche Aktiengesetz helfen, also die Paragraphen 15 bis 18, um diese Weisungsgebundenheit und die Abhängigkeit einmal definieren zu können und eine Entscheidung treffen zu können. Es wird aber immer in jedem Fall zu einer einzelfallabhängigen Entscheidung kommen müssen. Und der zweite Aspekt ist dann, den auch die Rechtsprechung eben kontrolliert, haben wir eine rechtliche und auch faktische Selbstständigkeit. Also es kommt nicht darauf an, dass man auf dem Papier quasi eine rechtliche Unabhängigkeit hat, sondern es wird auch angeschaut, ob das tatsächlich sozusagen im Daily Business so ist, dass die Tochtergesellschaft unabhängig von der Muttergesellschaft ist. Und dann ist es so, dass die Rechtsprechung sagt, dann gibt es eben keine Verrichtungsgehilfeneigenschaft. In Lieferantenbeziehungen wird es eigentlich sehr ähnlich gehandelt. Also wenn die Frage aufkommt, ob der Lieferant ein Verrichtungsgehilfe ist, wird geprüft oder kann man prüfen, ob die Zuordnung zum Organisationsbereich der Muttergesellschaft bzw. des Endkunden gegeben ist. Wenn dem so ist, ist es quasi eine faktische Abhängigkeit. Und wenn ja, resultiert daraus ein mögliches Haftungsrisiko aus § 31 BGB. Ja, so viel zu meinen Themen. Ja, da danke ich sehr herzlich. Der Schlenker auf 831 ist jetzt für Sie in der Arbeit der Betrachtung der Zulieferer natürlich nicht so im Kern. Da müssen wir Sebastian Merkel Credit geben, aber er ist leider krank. Sonst wäre er auch hier und müsste sich möglicherweise der Kritik an seinen Thesen stellen. Er hat sich den 831 aufs Korn genommen. Und vor allem natürlich mit Blick auf Tochtergesellschaften bei Zulieferern ist da tatsächlich ist da wenig los. Und das leitet auch schon über in das, was ist eigentlich die grundlegende dogmatische Einordnung dieser Verkehrspflichten. Und da habe ich schon einleitend gesagt, es hat einen übergreifenden Zweck. Wir wollen menschliche Risiken vermeiden und Verletzungen beseitigen. Das ist ein übergreifender Zweck, der steht ja nun im Gesetz unmittelbar drin. Das unterfällt dann in Primärpflichten, da gibt es die Präventionspflichten, da gibt es dann aber auch die Abhilfepflichten und das wird durch Begleitpflichten des Monitoring und der Einrichtung von Beschwerdemechanismen und so weiter abgesichert. Vermeintlich sind es Bemühenspflichten. Wir haben das bei der Koordination unserer Arbeit festgestellt. Das wird oft so dahingesagt. Das steht auch in der Regierungsbegründung. Das ist aber nicht richtig, denn im eigenen Geschäftsbereich ist das ja keine Bemühenspflicht, sondern da muss ich das Risiko beseitigen oder die Verletzung. Das ist keine Bemühenspflicht. Bemühenspflicht, stellen Sie sich vor, ich gehe mit dem vollen Kaffee wackelnd durch die Menschenmenge und schütte sie voll. Aber ich habe mich ja bemüht, sie nicht voll zu schütten. Das reicht ja nicht. Jedenfalls nicht, soweit es für eigenes Verhalten geht. Ja, und das zeigt schon, dass wir eine Differenzierung brauchen und Frau Sandmann hat es ja auch schon angedeutet und
wenn man sich das genau anschaut, kommt man eigentlich auf verschiedene Rechtsprinzipien, nämlich eine Zweiteilung im eigenen Geschäftsbereich, der jetzt durch die Konzernzurechnung auch auf Tochtergesellschaften, zurechenbare Tochtergesellschaften erweitert wurde, würde ich durchaus sagen, es handelt sich um deliktsähnliche Verkehrssicherungspflichten, denn wir sollen die menschenrechtlichen Risiken oder Verletzungen verhindern. Punkt. Und das ist auch, was das Deliktsrecht will und was es über Verkehrssicherungspflichten erreicht. Gegenüber Zulieferern hingegen ist das Unternehmen tatsächlich nach dem Grundgedanken der Ruggie Principles nur zur Geltendmachung seines wirtschaftlichen Einflusses verpflichtet, um diesen Risiken entgegenzuwirken. Das ist ein unterschiedlicher Geltungsgrund. Im ersten Fall heißt es einfach niemanden verletzen oder lateinisch neminem lädere, das Grundprinzip aller Deliktsrechte. Im zweiten Fall ist es ein moralisches Gebot zur Hilfeleistung dran geknüpft, dass man es kann, weil man die wirtschaftliche Macht hat. So. Das Nehmen im Lädere ist ein Deliktsprinzip, bezweckt Rechtsgüterschutz und ist deliktsähnlich. Und das erfordert auch natürlich Herrschaft über die Gefahrenquelle. Und besser kann man es ja gar nicht sagen, als das Gesetz, das in § 2 Absatz 6 Satz 3 sagt. Man muss die Tochtergesellschaft eben mit Einfluss tatsächlich beherrschen. Sonst wird sie nicht zugerechnet. Ja? Und dann aber, wenn man das kann und weil man es kann, gilt es im eigenen Geschäftsbereich und dann hat man eben eine Erfolgsbeseitigungspflicht. Und da muss man dann auch sagen, diese Angemessenheitsgrenze, die für alle Pflichten gilt im Lieferkettengesetz, die spiegelt nichts anderes als die Grenze der Zumutbarkeit. Da kann ich gar nichts anderes sagen, als mein lieber Freund Walter Päfken aus Tübingen schon in der ZIP geschrieben hat. Also ich habe noch ein bisschen, weil ich mich ihm immer verpflichtet fühle, er ist ein kluger Denker, habe ich das noch ein bisschen mit Belegen untergelegt. Also das können Sie aus der Reichsgerichtsrechtsprechung, können Sie zum Teil die Tatbestandsmerkmale der Angemessenheit unmittelbar übernehmen. Besser kann man nicht belegen, dass hier eigentlich nur Verkehrssicherungspflichten dargestellt werden. Anders bei Zulieferern, dort kann man das nicht deliktisch erklären und da habe ich mein Lieblingsbeispiel kreiert. Wenn ich beim Bäcker Brötchen kaufe, bin ich nicht dafür verantwortlich, dass er seine Familie misshandelt. Und das gilt auch, wenn ich als Großkunde faktisch durchaus Einfluss hätte auf sein Verhalten. Ja? Behandle mal deine Kinder ein bisschen besser oder deine Frau. Kann man, den Einfluss hat man als Großkunde, das können Sie mir glauben. Aber muss ich nicht, ist deliktisch nicht erforderlich und das ist eben Grundprinzip unseres Deliktsrechts. Das muss man sich vor Augen halten. Wenn man das verstanden hat, weiß man, die Zulieferer-Due Diligence, die genau das von den Unternehmen erwartet, ist ein moralisches Gebot, das zur Pflicht erhoben wurde. Das ist eine echte Bemühungspflicht, die muss auch nicht in Beseitigung münden. Deshalb finde ich das auch, wenn das, die europäische Ebene das auch haben will, damit verlässt sie eigentlich den Boden dessen, was unser Zivilrecht im Kern seit vielen, vielen langen Jahren ausmacht und Jahrhunderten. Aber vielleicht muss man es, wie gesagt, politisch halte ich mich zurück. Trotz neuartiger Struktur sind aber zwei etablierte Rechtsprinzipien denkbar. Die stelle ich Ihnen noch vor und dann machen wir den Ausblick und dann sind wir auch reif fürs Mittagessen. Nämlich das eine, damit befasse ich mich in anderem Zusammenhang schon seit Jahren und komme Gott sei Dank langsam zum Ende, das altehrwürdige Bereicherungsverbot nach Pomponius. Niemand soll sich aus fremdem Schaden oder fremdem Unrecht bereichern. In unserem Bereicherungsrecht haben wir es nicht zugrunde gelegt, aber es ist die Grundlage von vielen, vielen Rechtsprinzipien, unter anderem auch der Schaffung von Intellectual Property gegen Trittbrettfahren. Niemand soll sich aus dem Schaden eines anderen oder aus dem Unrecht bereichern. Westliche Konzerne sollen nicht von Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden profitieren und wir übrigens auch nicht. Das geht schon durch, auch an jeden Einzelnen, wie Dario Latella gesagt hat. Wir alle sind der Westen. Nicht? Der Hehler ist schlimmer als der Stehler. Alternativ, wenn man Bereicherungsrecht nicht so gern mag, kann man auch sagen, das ist so etwas Ähnliches wie das Gebot
Hilfe zu leisten im Unglücksfall, nicht, was wir mit unterlassener Hilfeleistung bestrafen können. Beide Prinzipien dienen natürlich auch dem Menschenrechtsschutz, das will ich gar nicht sagen. Nicht? Aber es ist nicht nehmen im Lädere, es ist nicht das Gebot, nicht selbst jemanden zu schädigen, sondern es ist eine mittelbare Grundlage. Sie erklären, warum sich das Unternehmen bemühen soll, ohne zur Beseitigung der Verletzung verpflichtet zu sein, die das Unternehmen ja nicht beherrscht. Für das Bereicherungsverbot als Grundlage sprechen der Grundgedanke der VN-Prinzipien, die Wahrnehmung der Zivilgesellschaft auch. Das ist ja, was wir nicht wollen. Wir wollen ja diese Schuhe nicht kaufen, die mit Kinderarbeit zustande gekommen sind. Und auch § 7 Absatz 3, Abbruch der Geschäftsbeziehung bringt keine Hilfe, gerade bei mittelbaren Zulieferern oder auch überhaupt bei unmittelbaren eigentlich ist es auch nur die Ultima Ratio. Er verhindert aber weiteres Profitieren. Er verhindert weiteres Profitieren. Und das zeigt doch deutlich, das ist dann nicht, nicht, stellen Sie sich mal vor, Abbruch der Geschäftsbeziehungen, mein Auto leckt, Öl fließt in den Grund und was mache ich? Statt es zu beseitigen, sage ich, ich gebe mein Eigentum am Auto auf. Das, deliktisch undenkbar. Wollen wir nicht, das kann nicht sein, wenn ich deliktisch verantwortlich bin, aber hier soll das dann ausreichen. Ich sage, ja gut, dann schlägt er halt seine Leute weiter, aber ich mache keine Geschäfte mehr mit. Das kann nicht deliktisch sein, aber aus dem Bereicherungsverbot kann man das verstehen. Dann hat man eine weiße Weste behalten. So, das jetzt enden wir hier mit der Feststellung, ja, § 3 Absatz 3, Frau Sandmann hat das ja auch gesagt und ausführlich analysiert, er erlaubt die autonome Fortentwicklung der Reichweite von Verkehrssicherungspflichten. Das ist also, anders als vielleicht manche auch argumentieren, denen ich nicht folge, kein Freeze-Shot im Jahr 2021. Die können sich autonom weiterentwickeln, aber nur nicht mit Blick auf das Lieferkettengesetz. Das verbietet das Gesetz. Also das neue Lieferkettengesetz darf nicht als Ausstrahlung irgendwie fungieren. Aber wenn man diesen Grundsatz beherzigt, muss man sagen, im eigenen Geschäftsbereich brauche ich das gar nicht erweitern, denn im eigenen Geschäftsbereich bin ich mehr oder minder für die Verhinderung von Delikten und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, bestätigt 2.6.3, jedenfalls nach der neueren Sicht, die sagt, dort, wo geherrscht wird, ist auch ein Haftungsrisiko. Nicht? Da reden wir dann über Marginalien, wie weit ich verantwortlich bin, aber im Grundsatz ist es so. Und umgekehrt, bei den Zulieferern ist die Erweiterung deliktisch gar nicht möglich, weil die Haftung für Delikte Dritter kein allgemeines Rechtsprinzip ist. So. Und dann kommen wir zur abschließenden Würdigung. Hier schauen wir jetzt auch ein bisschen in die Zukunft, in die Glaskugel. Die CSDDD, so sie denn kommen wird, und davon gehen wir aus, wird das Lieferkettengesetz überholen. Es ist also im Moment nur Law in Transition. Es besteht dann erheblicher Anpassungsbedarf, das ist klar, weil ja auch einige der Weichenstellungen, mittelbare, unmittelbare Zulieferer beispielsweise, anders gestellt werden, Lieferkette upstream, downstream oder Aktivitätskette oder wie auch immer. Was anzumahnen ist, ist, dass es bei der ausgewogenen Kompromiss von Verantwortungs- und Gesinnungsethik bleibt. Es ist nicht automatisch geholfen, wenn sich die Unternehmen aus kritischen Ländern zurückziehen, auch wenn es im Moment vielleicht wehtun mag, aber auf Dauer, das, was man immer gesagt hat, Handel durch Wandel, kann man moralisch debattieren, sollte man aber nicht pauschal und einseitig verwerfen. Ich sage nur, in der Ukraine engagieren wir uns ja auch. Da könnte man ja auch sagen, ich halte mich raus, ich behalte eine weiße Weste, meine Waffen töten niemanden. Pazifisten würden das sagen. Und wer Maßnahmen gegen die Gewalt gelesen hat, weiß, dass das intellektuell vertretbar ist. Aber es ist eben nur eine Linie, die der Gesinnungsethiker fährt. Und der Verantwortungsethiker muss halt manchmal auch eine andere Linie in Erwägung ziehen. Wenn wir dann
fortschreiten und CSDDD haben und umsetzen, kann ich nur mit Blick auf den ersten Teil meines Vortrags die Rechtssicherheit anmahnen. Ich kann für die europäische Ebene nur unterstreichen, was sowieso schon mehr oder weniger angedacht ist. Das Ziel muss Vollharmonisierung sein, nur eben nicht auf einmal, aber in Schritten. Anders werden wir kein Level Playing Field kriegen. Die zivilrechtliche Haftung, die wohl kommen wird, da sind wir wieder beim Ediktenrecht. Damit ist es dann vorbei. Wenn das umgesetzt ist und wir die Zivilrechtshaftung haben, dann entscheiden wieder die Gerichte, dann ist es vorbei mit Ediktenrecht aus Borna und mit dem Court of Public Opinion und mit der Annahme, naja, da geht doch sowieso keiner in ein Beschwerdeverfahren, weil er sich den Imageschaden nicht leisten kann. Für mich als Zivilrechtler und Gesellschaftsrechtler wird das ein guter Tag sein, wenn die Haftung kommt. Und Eva-Maria Kieninger in Würzburg freut sich auch schon auf diesen Tag. Und wenn wir die Haftung haben, haben wir eigentlich das, was am Anfang an das Ziel war, endlich auch erreicht. Haftung, wenn sie dann kommt, so steht das momentan im Entwurf, muss zwingend vorrangig anwendbar sein. Da sagt der Dogmatiker noch zwei Hinweise, nämlich bitte gestaltet das als Eingriffsnorm aus und schreibt also wirklich so einen Tatbestand dann auch ins Gesetz, denn anders könnte das scheitern. Wenn wir nur den 3 Absatz 3 streichen und uns dann darauf verlassen, dass die Rechtsgemeinschaft erkennt, aha, das Lieferkettengesetz ist also ein Schutzgesetz in seiner neuen Fassung, dann ist das schön und gut, aber damit ist der Erfolgsort nach Rom, Artikel 4, die Erfolgsortanknüpfung noch nicht überwunden. Und deshalb haben wir die vorrangige Anwendbarkeit nicht sichergestellt. Und deshalb muss man da mehr machen. Wer auch immer zuhört und damit zu tun hat oder das dann lesen wird, das bitte beachten. Und in diesem Sinne, hier sind unsere E-Mails, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und auch von Frau Sandmann für ihre Aufmerksamkeit.